Willkommen zum nächsten Vortrag: Infrastruktur, Automatisierung im Storage-Kontext mit Ansible. Frage vorweg: Wer weiß nicht nur, was Ansible ist, sondern kennt sich auch richtig gut aus? Okay, sehr schön. Wie bitte? Okay. Dann würde ich mich freuen, den einen oder anderen morgen im Workshop hier zu sehen. Dort machen wir Ansible Fragen und Antworten. Kommt gern vorbei, noch sind die Anmeldungen offen und es sind hinreichend Plätze zur Verfügung. Wer bin ich? Henning Rode, Freelancer seit 2009. Ursprünglich gestartet für kleine und mittelständische Unternehmen. Im Moment Betriebs-DevOpsler für Infrastrukturautomatisierung. Sofern Zeit da ist und Notwendigkeit, versuche ich mich als Architekt. Und spannende Aufgabe hatte ich mal vor ein paar Jahren, wo ich Interims-Teamlead war bei einem Outsourcing. Hat viel Spaß gemacht. Leider gibt es entsprechende Jobs so einfach nicht zu finden. Jenseits dessen Gründungsmitglied vom Hamburger Freelancer-Stammtisch. Andreas, willkommen. Ein Mitglied, der mich hierher begleitet. Und jenseits von IT, stolzer Vater. Wer auf Chaos-Kongressen gegangen ist, hat mich gegebenenfalls dort im Himmel mal angetroffen. Alternativ auch Easter Hack dieses Jahr. Und nicht nur hier, auch andere freie und Fachkonferenzen trete ich ganz gern als Volunteer auf. Sure, Speaker und Volunteer. Ich muss eine Einschränkung zum Vortrag machen. Mir ist gestern in der Folienvorbereitung ein Produktionsausfall beim Kunden dazwischen gekommen. Das heißt, den Ansible-Code, den ich eigentlich in Folien gießen wollte, den muss ich im Live-System zeigen. Nee, nicht. Nicht gut, weil das geht nicht, oder das kann ich nicht aufs Stream mitgeben. Entsprechend muss dann für die Zeitdauer, wo ich Code zeige, entsprechend das Bild anders eingeblendet werden. Es tut mir leid für alle diejenigen, die im Stream zuschauen. Geht nicht anders. Wie bin ich zu Ansible gekommen? Ich habe vorhin was von einem Outsourcing-Projekt erzählt. Das war 2016. Mittlerweile ist es Deutschlands größter Mobilfunker. Sollte die interne IT outgesourced werden an einen Dienstleister. Warum? Man hat es verrotten lassen. Insofern, wir hatten 2,5 Rechenzentren. Solaris bis uralt, Red Hat bis uralt. Und in homöopathischen Anteilen moderne Systeme. Die modernen Systeme wurden mit Config Management, Puppet sinnvoll verwaltet. Im Rest Pustekuchen, alles manuell. Und als es dann hieß, ja okay, und ab nächsten Monat möchten ganz gerne 100 Engineers vom Outsourcer bei euch auf die Systeme. Nee, die wollen wir nicht per Hand ausrollen. Das muss maschinell gehen, muss automatisch gehen. Und nicht nur das Ausrollen, sondern auch das wieder runterräumen. Denn wer mit indischen Dienstleistern zu tun hat, weiß gegebenenfalls, dass dort die Agenten im hohen Tempo durchwechseln. Theoretisch hätte alles so schön mit Puppet sein können, weil es war ja schon alles im Puppet-Code drin. Nachteil ist, der Puppet-Agent braucht als in Ruby geschriebene Software solch einen Rattenschwanz an Dependencies, wie es auf alten Systemen nicht zu realisieren war. Sprich, wir haben quasi alles versucht, um Puppet-Agenten für Solaris 8 zu kompilieren zu kriegen. Nein, nicht geschafft. Letzter Versuch war dann, okay, wir nehmen uns die Daten aus Ansible, hier aus Puppet, importieren sie nach Ansible und rollen es dann mit Ansible aus. Juhu, hat geklappt. Deadline gehalten. Hat mich nur 14 Tage gekostet, die ich mich ins stille Kämmerlein eingeschlossen habe.
Na, wo sind wir? So, was mache ich heute? Seit 2009 helfe ich einer kleinen Hamburger Privatbank. Nein, nicht die Cum-Ex, sondern die mit Panama Papers. Ihr klassisches IT-Setup auf cloudfähig umzubauen. Wir haben hier, die Bank hat mehrere Datacenter, Serverräume. Ursprünglich gestartet mit dem Auftrag, hey, sorgt dafür, dass alle unsere Linuxe auf aktuellem Stand sind, was für 1000 VMs und einem quartalsmäßigen Patch-Zyklus durchaus Arbeit sein kann. Es sei denn, man automatisiert ist, dann gewinnt man plötzlich Zeit, die man für andere Projekte unterbringen kann. Wie zum Beispiel Solaris nach Linux-Migration, Virtualisierung allgemein, beziehungsweise Steckenpferd, Automatisierung und Config-Management. In welchem Kontext befinden wir uns hier eigentlich? Kontext Block Storage. Heißt, das, was ihr von eurem NAS-System zu Hause im stillen Kämmerlein kennt, namens er stellt mir ein Fallschirm zur Verfügung, ist nicht gemeint. Sondern es geht darum, dass von einem Server die internen Festplatten halt nur fürs Betriebssystem, wenn überhaupt, verwendet werden und dass alle anwendungs- bzw. benutzerspezifischen Daten ausgelagert sind an ein zentrales, zentral verwaltetes Storage. Dieses Storage soll natürlich nicht in einem Rechenzentrum oder nicht nur in einem Rechenzentrum sein, sondern das wollen wir gefälligst auch repliziert haben. Ich habe vorhin erzählt, das ist eine Bank und eine Bank muss aufgrund gesetzlicher Richtlinien in der Lage sein zu überleben, wenn ein Flugzeug auf dem Rechenzentrum rausfällt. Wäre scheiße, wenn nicht. So, wenn wir den Blickwinkel haben, dann sollen auch gegebenenfalls Cluster gemeinsam auf dieselben Daten zugreifen können. Wer sich mit Oracle Real Application Cluster schon mal beschäftigt hat, die erzwingen gemeinsamen Datenzugriff, aber auch andere Systeme mit Failover möchten ganz gerne ein und denselben Datenbestand auf allen Seiten haben und im besten Fall aus verschiedenen Datacenter heraus auf die gleichen Daten. Warum ist das Ganze kritisch? Naja, Schreiboperationen auf zentrale Datenbestände, wenn ich da einen Fehler mache, sind Produktivdaten gegebenenfalls mal weg. Musste ein Kollege erfahren, Aufgabe war, bereinige doch mal die nicht genutzten Datenbestände. Das ist hier die Liste, arbeite ab. Er hat sich darauf verlassen, dass die Liste verifiziert und aktuell war. Leider war da eine produktive Datenbank mit dazwischen. Er hätte, zumindest war das die Erwartungshaltung, vorher einmal prüfen sollen, wird dieses Volume noch benutzt. So, unter Linux im Standardbetrieb, wenn ich ein gemountetes Logical Volume wegräumen möchte, sagt der Linux-Kernel, nö, ist noch offen. Im SAN weiß das SAN gegebenenfalls nichts davon, wer da alles drauf zugreift. Zumindest sollte man es prüfen. War nicht gut. Und war auch nicht gut für seine Verlängerung. Nun gut, wie kommen denn die Server überhaupt an ihre Daten ran? Punkt 1. Wir haben Fiber Channel als dediziertes Zugriffsnetz. Ja, klar, es gibt auch iSCSI als Alternative dazu. Als Abwandlung von Fiber Channel haben wir gegebenenfalls Fiber Channel over Ethernet. Aber Bank ist sehr konservativ damit, wir haben echtes Fiber Channel. Genau das hat gerade den Produktionsausfall verursacht, weil die Leitung oder weil der Provider der Leitung meinte, gleichzeitig an Kabeln arbeiten zu können. Ungut. Nun gut. Fiber Channel arbeitet anders als Ethernet. Ethernet kann theoretisch
jeder Knoten im Netzwerk ins Netz reinbrüllen. Wer erinnert sich noch daran, was Ethernet Hubs waren? 1, 2, 3, okay, mehr, willkommen im Club. Warum nimmt man heutzutage Switche? Weil man bei Switchen die Broadcast-Domain auf ein einziges Kabel reduziert und nicht mehr alle in den großen Raum hineinbrüllen. Fiber Channel arbeitet komplett anders. Fiber Channel arbeitet store and forward. Sprich, ich schicke Daten zum Switch, der Switch speichert zwischen und schickt weiter. Hat auch ein paar Probleme. Zum Beispiel, wenn man unterschiedliche Geschwindigkeiten ans Netz anbringt. Moderne, schnelle Systeme, die einen langsamen Server oder ein langsames Tape mit Daten versorgen sollen, die schicken wir erstmal. Hier hast du einen riesigen Batzen. Und der Switch sagt, okay, ich speichere zwischen und gibt das Ganze dann in homöopathischen Dosen der alten Geschwindigkeit weiter. Vielleicht mal als Abschätzung. Modernes Fiber Channel hat 32 bzw. 64 Gigabit. Die alten Systeme 4, vielleicht 8 Gigabit schnell. Das dauert, bis das darüber gewachsen ist. Und im Store-and-Forward-Mechanismus hat so ein Switch nur einen begrenzten Zwischenspeicher. Und wenn der nicht schnell genug leer wird, dann verhungern andere Systeme. Wenn es aber funktionieren täte, dann ist das Ganze sehr angenehm schnell. Weil Low Latency. Fiber Channel hat noch das schöne Feature, ich kann einstellen, wer mit wem sprechen darf. Das, was wir im Ethernet realisieren mit VLANs, lässt sich in Fiber Channel mit Zoning realisieren. Sprich, ich stelle ein, welches System darf mit welchem Storage reden und was nicht. Je nachdem, wie wenige Storages man hat, reden alle mit dem oder den Storages. Aber dass Systeme untereinander miteinander kommunizieren, wie es bei Ethernet möglich wäre, ist von vornherein ausgeschlossen, es sei denn entsprechend konfiguriert. Das ist übrigens das, was man im Ethernet mit Port Security nachrüsten könnte, wenn man denn wollte. Ich habe vorhin gesprochen von mehreren Datacentern. Jetzt stellen wir uns mal vor, mein Server hat nur eine Leitung zum Switch und dieser Switch fällt aus. Ich komme an meine Daten nicht mehr ran. Was macht man dann? Man baut zwei Leitungen, die parallel verwendet werden. Und zwar anders als bei Multichannel im Ethernet-Bereich, wo ich zwei Leitungen habe, die logisch zu einer einzelnen zusammengeschaltet werden, zu einem logischen, aber gegebenenfalls physisch getrennten Ethernet-Switch. Stattdessen baut man mehrere Fabrics, üblicherweise zwei. Und diese Fabrics sind dann eigenständig arbeitsfähig. Heißt, selbst wenn ein Switch ausfällt, funktioniert es weiter. Selbst wenn eine Fiber-Channel-Karte ausfällt oder irgendjemand über ein Kabel rüber stolpert, es gibt den zweiten Weg. Früher waren dafür proprietäre Kernel-Module für notwendig, um das Ganze in Linux einbinden zu können. Glücklicherweise inzwischen alles upstream verfügbar. Funktioniert sinnvoll gut. Selbst mit echt freien Distributionen auf dem Server. Auch wenn primär aktuell Red Hat verwendet wird. Na? Hallo Maus, wo bist du? Ah. So. Was möchte ich mit Storage-Verwaltung machen? Wer gegebenenfalls mal größere Mengen an Storages verwaltet hat, macht es im ersten Schritt in Excel-Dateien. Es gibt den wunderschönen Begriff EMC, Excel Managed Company. Ja, irgendwo erstmal niederschreiben.
Nein, nicht auf Blatt Papier. Die Zeiten haben wir glücklicherweise hinter uns gelassen. Aber eine Excel-Tabelle ist immer ein gern genommenes Medium. Das hat aber auch einen schönen Vorteil. Ich kann im Anschluss aus diesen Excel-Tapeten den Status quo realisieren, mit zur Not S-Verweis, aber zumindest mit Formeln und Verweisen realisieren, dass die Kommandos zur Verwaltung dabei rausspringen. Ja, an dieser Stelle müsste da eigentlich ein Screenshot rein, wie ich es meine. Verzeiht mir bitte, gestern nicht mehr geklappt. Also, ich liste auf, welches Volumes habe ich, welche Hosts habe ich, Zuordnung unter welchen IDs. Und im Anschluss kommen die Mapping-Kommandos dabei raus, aus der Excel-Formel, die das Ganze realisieren. Wenn ich so umsetze, habe ich ja immerhin schon mal einen Faktor der Standardisierung drin. Alles, was ich darüber abbilde, ist uniform, ist einheitlich, ist standardgemäß aufgesetzt. Schon mal viel mehr, als wenn drei Admins parallel nach eigenem Gusto Plattenplatz verteilen. Welche Problematik habe ich? Wie kriege ich Daten in die Excel-Tabelle rein? Ja, ich kann gegebenenfalls mir CSV-Dateien, die dann mit Copy und Paste nach Excel hineinkommen. Aber Unterschiede oder Abweichungen, da ist ein Volume vergrößert worden um Giga oder Terabyte, okay, und es ist vergessen worden nachzupflegen. Wie kriege ich es rein? Gar nicht. Es muss überhaupt erstmal auffallen. Entsprechend, zweite Evolutionsstufe, ich packe das Ganze in eine Datenbank. Vor eine Datenbank kann ich ein Webfront anschalten, habe damit nicht eine Tabellenansicht mit gegebenenfalls gefährdeten Formeln, wo mit Copy- und Paste-Fehlern wunderschöne Experimente gemacht werden können, sondern Formular mit Konsistenzprüfung. Okay, und so eine Datenbank kann gegebenenfalls gefüttert werden mit einem Inventory-Skript. Sehr schön. Und auch die Excel-Funktion namens mir werden die Kommandos generiert, mit denen ich es umsetze, lässt sich auch damit realisieren. Kostet halt nur ein bisschen Arbeit. Welche Herausforderungen haben wir? Naja, ich habe jetzt ein System, welches ich brauche, um meine Daten zu verwalten. Was ist, wenn dieses System auf der falschen Seite des Data Center-Ausfalls steht? Sprich, ich muss mir dann doch wiederum Gedanken machen, wie mache ich das Ganze redundant verfügbar. Gucken wir uns mal den zweiten Kontext an. Was heißt hier eigentlich Automatisierung und Konfigurationsmanagement? Wir wollen den Sollzustand, sprich das, was im Endeffekt da sein soll, zentral verwalten. Und das ist der Automatisierungspart da dran. Das Ganze soll angepasst werden, ohne dass da jemand an der Tastatur mehr als notwendig rumklibbern muss. Heißt, der Ist-Zustand ist das zu Verändernde, die Variable, der Soll-Zustand soll erreicht werden. Daraus leitet sich ab, dass Konfigurationsmanagement, dass Automatisierung idempotent sein muss. Heißt in diesem Kontext, wenn der Abgleich ein zweites Mal erfolgt, dann darf das nicht schädlich sein. Sprich, wenn es heißt, mach mir doch mal Volume X um n Gigaterabyte größer. Ist das idempotent? Nein. Weil wenn ich es ein zweites Mal durchführe, Ergebnis ist, es ist doppelt oder um das Doppelte gewachsen. Wollen wir nicht. Nächster Punkt. Wenn irgendwo mal was abbricht, weil keine Software ist perfekt,
Da muss im Fehlerfall fortgesetzt werden können. Und daraus wiederum folgt der Ansatz, ich darf nicht imperativ schreiben, hallo Computer, jetzt mache bitte dies oder jenes, sondern ich muss deklarativ schreiben. Jener Zustand soll hergestellt werden. Liebe Automatisierung, wie du das umsetzt, ist mir egal, aber das ist der Zustand, den du herstellen sollst. Gucken wir uns mal die Realität an. Die allerwenigsten können auf einer grünen Wiese starten. Die allerwenigsten starten bei Null mit Automatisierung. In der Regel müssen wir alle auf einem Brownfield, wie es so schön heißt, starten. Es ist ziemlich viel moddrig, vieles undokumentiert. Namensstandard, ja, da haben wir drei von. Vielleicht sogar auch noch mehr. Und wieso die sich voneinander unterscheiden, weiß keiner mehr. Nächster Punkt. Nicht alle Admins im Team sind in der Automatisierung gleich fit. Heißt im Ergebnis, der eine oder andere macht Änderungen am laufenden System, ohne dass die Automatisierung, ohne dass das Config-Management fortgeführt wird. Und ist das zentral geführte Inventory wirklich der Weisheit letzter Schluss? Denn auch der Stand kann sich mal verändern und irren durch einen Fehleintrag. Im Ergebnis muss ich in der Praxis in der Regel das vorderste Prinzip namens automatisierte Anpassung des Ist-Zustands an den Soll umdrehen. Ich muss mir erst den Ist-Zustand holen und dann gucken, inwiefern unterscheidet der sich vom Soll und dann erst aktiv werden. Die reine Lehre ist das nicht, aber leider Realität. Kontext Ansible. Was ist Ansible? Ich hätte gern gesagt, es sei eine Programmiersprache. Nö, ist es nicht. Es ist eine domainspezifische Sprache, DSL. Kommt aus einem Projekt von Michael DeHaan, 2012. Heißt, wir sind über 10 Jahre dabei. 2013 ist das Ganze dann einmal kommerzialisiert worden. Und 2015 hat Red Hat einen großen Schluck gemacht. Seitdem gehört das Ganze Red Hat. Alternativen gibt es. Wir haben gerade eben bei Tillmann großes Lob auf SaltStack gehört, zur Client-Verwaltung. Aber auch noch viele weitere. Puppet hatte ich vorhin im Eingang erzählt. Ansible im Kern ist eigentlich ein Kommandozeilentool, welches so überhaupt nicht enterprisefähig ist. Es gibt im Standard kein Logging, es gibt keine Aufzeichnung, es gibt keine Differenzierung, wer macht was, wer hat überhaupt was veranlasst. Die einzige Stelle, wo man es vielleicht lesen könnte, ist, wenn man eine Versionsverwaltung auf das Inventory hat. Aber auch da lassen sich ja nun hinreichend Klinken reinbauen. Entsprechend gibt es grafische Aufsätze dazu. Den Tower, den gab es schon 2016. Die freie Version, sprich der freie Upstream dazu, nennt sich AWX. Das gesamte Paket, wie es von Red Hat verkauft wird, nennt sich Ansible Automation Platform. Wer es kaufen möchte, 150 Euro pro verwaltetes System pro Jahr als Subskription. Das ist eine Hausnummer, ne? Muss man sich erstmal leisten wollen.
Ich habe neulich mit einem Red Hat Consultant gesprochen. Sein kleinster Kunde hätte 20.000 verwaltete Clients. Dann wissen wir auch, warum Red Hat von IBM gekauft wurde. Was ist Ansible außerdem? Wer frühere Vorträge von mir gesehen hat, kennt die Folie schon. Ansible als wirres Konglomerat aus YAML und JSON, wobei JSON ja nur ein mögliches Ausgabeformat ist. Das interne Datenformat ist nicht JSON, sondern nur an JSON angelegt. Das Ganze in YAML dekoriert mit Jinja 2, einer weiteren DSL, und geschrieben in Python. Und aus allen Ebenen streuen Besonderheiten, Fehler und Probleme ein. Aus Python beispielsweise der Wechsel von Python 2 auf Python 3. Ne? Jinja 2. Woher weiß, oder ich muss gucken, welche Funktion in Ansible direkt implementiert ist, welcher Filter und was denn vielleicht aus Jinja 2 bereitgestellt wird. Sehen kann ich es in der Regel daran, dass die Jinja 2-Funktionen Klammern haben. Sprich, zwingend mit leeren Klammern notiert werden müssen, während die unmittelbar in Ansible programmierten auch ohne Klammern stehen können. Anti-Features. Es gibt nicht nur eine Quelle von Variablen, ein Inventory, sondern ich habe Host was, ich habe Group was und das Inventory. Ich habe komplexe, in sich inkongruente Gültigkeitsbereiche. Wenn ich das Ergebnis eines Tasks mir abgreife und zwischenspeichere, ist es für den Ablauf dieses Playbooks verfügbar? Ich korrigiere, dieses Plays, nicht des Playbooks. Heißt, ich muss dann wiederum diese Daten exportieren, um sie im nächsten Play dann verwenden zu können. Macht alles keinen Spaß. Wir haben keinen Unset auf die Variablen. Wir haben keine Konstanten. Es sei denn, ich pumpe sie als Extra-Vars auf der Command-Line mit rein. Namenskollision? Jede vernünftige Sprache fängt das ab. Ansible nicht. Woher Variablen, da Defaults und so weiter kommen, hatte ich vorhin schon benannt. Ach ja, welchen Typus haben die Variablen? Ja, im Prinzip alles Strings. Es sei denn, es sind keine Strings, so wie Listen und Dictionaries. Und es gibt ausschließlich ein if, kein else und erst recht kein case. In dem Kontext zitiere ich einmal den lieben Herrn Köntop. Eigentlich war er hier mal zu Hause, vielleicht kennt ihn noch jemand. Ansible taucht mal gerade eben zum initialen Aufsetzen von Systemen. Für die eigentliche Verwaltung möge man was Vernünftiges nehmen. Was nichts daran ändert, Ansible ist per heute die Lingua Franca der Automatisierung. Alles, was irgendwas auf sich zählt, stellt Module in Ansible bereit. Und jetzt muss ich darum bitten, einmal mich nach vorne zu holen, denn der Code, den ich jetzt zeige, gehört zur Company und ich kann ihn nicht mit auf den Stream geben. So. Nee, komm her. Wir fangen mal damit an, dass... So. Sehr schön. Ich hoffe, ihr könnt was sehen, ihr könnt was erkennen. Denn der Beamer, sprich das Display,
kann nur 1280 auf 960 Punkte. Wenn ich eine VMDK in der Größe ändern möchte, muss ich erstmal mich zum vCenter konnektieren. Brauche dafür natürlich Username, Passwort. Inzwischen lassen sich solche Parameter, wie sie allgemein verwendet werden, abstrahieren in sogenannte Module Defaults. Zu Zeiten, als ich das hier geschrieben habe, waren die noch nicht verfügbar. Aber der interessante Part steht zum Beispiel hier. Ich meine folgende VMDK, die sich daraus bildet, dass ich den SCSI-Controller benenne, dass ich die Unit-Number benenne und gegebenenfalls das zugrunde liegende Data-Store. Dankeschön. Heißt, das Ganze bestückt mit hinreichend vorher definierten Variablen vergrößert mir quasi automatisch eine VMDK. Eigentlich ganz nett, wenn ich mir überlege, dass das der Ersatz dafür ist, rechte Maustaste VMDK vergrößern auf folgende Größe. Richtig viel Spaß macht das dann, wenn man auch die weiteren Aufgaben mit automatisiert. Heißt, der Client guckt nach, sprich die virtuelle Maschine guckt nach, was hat sich an meinen Storage Devices geändert. Der eine oder andere kennt in diesem Kontext das Rescan SCSI-Bus, welches sich an dieser Stelle missbrauchen lässt. Dann muss gegebenenfalls ein Physical Volume vergrößert werden, sprich PV Resize. Dann das Logical Volume, in welchem das Dateisystem liegt. Schlussendlich das Dateisystem vergrößern. Heißt, damit ließ sich der komplette Prozess der Automatisierung oder der komplette Prozess der Vergrößerung einer VMDK vollautomatisieren, sodass nur noch ein Playbook abgefeuert werden musste und nicht 10 Minuten lang hin und her geklickt bzw. auf der Command Line eingehämmert werden musste. Nachdem ich das mal aufgesetzt hatte, waren die Kollegen ziemlich dankbar. Problem an der Angelegenheit, das Ganze geht schief, wenn es einen Snapshot auf die VM gibt. Dann lässt VMware nämlich eine Vergrößerung nicht zu. Wir haben es dadurch gelöst, ja, dann wird dann halt der Snapshot gelöscht. Entweder du willst eine Vergrößerung oder du willst die Daten behalten. In der früheren Version des Skriptes wurde dann automatisch eine zusätzliche VMDK reingehängt, um die dann die Volume-Gruppe erweitert wurde. Das hat aber dazu geführt, dass das Ganze fürchterlich zerfasert ist. Und deswegen haben wir das früher oder später sein gelassen. Kann man da nie eine Prüfung vorab machen? Selbstverständlich findet eine Prüfung statt. Nein, weil du möchtest in der Automatisierung keine eierlegenden Wollmilchsäue haben. Ich muss eh ein Programming around Edge Cases machen. Denn an jeder möglichen Stelle kriege ich Sonderfälle zu fassen. Und es besteht ein Snapshot, war ein solcher Sonderfall, wo man sich dann entscheiden kann, entweder ich will es programmieren, oder ich fange es über eine Benutzerinteraktion ab, dass ich sage, hallo Benutzer, bitte verwende jetzt das Playbook zur Snapshot-Löschung. Aber die Entscheidung muss der Benutzer treffen, und zwar ganz bewusst die Entscheidung zum Löschen. Und da das in der Regel mindestens mit einem Telefonanruf verbunden ist, an den Fachkollegen, brauchst du deinen Snapshot noch.
und der gegebenenfalls nicht erreichbar ist oder nur auf E-Mail reagiert oder whatever, hat es keinen Sinn gemacht, das im Logikablauf mit zu kodieren. Nächstes Beispiel. Ich guck mal, da haben wir es. Aktuell verwenden wir als Storage Arrays Pure Flash Arrays. Pure ist ein amerikanischer Hersteller, der All Flash Arrays zur Verfügung stellt. Müsst ihr euch vorstellen als riesige SSDs mit einer scheiß intelligenten Verwaltung da drauf. Weil die machen nicht nur Block Mapping, sondern auch Kompression online und Deduplizierung. Und das redundant, sprich als Active-Active Cluster ins andere Data Center. Alles andere als billig, aber echt geiler Scheiß. Auf jeden Fall, diese Systeme lassen sich selbstverständlich auch per Ansible anbinden. Und wenn ich dort ein Volume hinzufüge, muss natürlich dieses Volume dem Host oder der Hostgruppe zur Verfügung gestellt werden. Dazu muss also die Hostgruppe um dieses Volume erweitert werden. Wir wenden uns in dem Kontext an ein gewisses Flash Array, authentifizieren uns mit einem API-Token, benennen die Hostgruppe, benennen das Volume und sagen in deklarativer Sprache, jo, soll Teil dieser Hostgruppe sein. Wenn alles sauber funktioniert, kann mit einem Rescan auf den SCSI-Bus oder Rescan auf den Fiber-Channel-Bus der Client plötzlich das System sehen. Wunderschön und gut. Ich habe vorhin von destruktiven Operationen gesprochen. Ich lösche Snapshots. Selbstverständlich kann ein solches Storage Array Snapshots verwalten, erstellen. Und das richtig Geile ist, es kann ein Snapshot als neues Volume anderen Systemen zur Verfügung stellen. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere das mal ausprobiert hat, mit Logical Volume Management einen Snapshot zu erstellen und diesen Snapshot dann nochmal wieder zu mounten. Ja, es müssen ein paar Dateisystemfehler bereinigt werden, egal, aber ja, es geht. Das Ganze funktioniert hervorragend im SAN-Kontext. Über Rechnergrenzen, über Servergrenzen hinweg. Wenn die Snapshots aber nicht mehr gebraucht werden, dann müssen sie gelöscht werden. State sei absent und eradicate im Sinne von nein, ich möchte auch keine Sicherheitskopien, ich möchte, dass du tatsächlich aufräumst und funst. Alles ist weg. So, wenn ich auf die Uhr gucke und Zeit für Fragen lassen möchte, dann sage ich an dieser Stelle Danke. Unter anderem ans Orga-Team, ihr, die hier sitzt, vielen Dank für eure Arbeit, dass ich hier vor euch stehen darf. Danke auch an Maren für das Artwork. Und jetzt wäre die richtige Gelegenheit, wenn jemand Fragen hat. Wenn es tiefe Fragen sind, möchte ich mir vorbehalten, sie auf morgen auf den Workshop zu verweisen. Jenseits dessen, her damit. Keine Fragen. Ich hatte es vorhin so verstanden, dass Sie eigentlich ziemlich kritisch gegenüber der Antwort mit Ansible auf sowas waren, aber jetzt verwenden Sie ja doch Ansible. Weil es die Lingua Franca. Okay, warum verwende ich Ansible, obwohl ich mich dermaßen kritisch darüber geäußert habe? Weil es die Lingua Franca ist. Weil es diejenige, ich will nicht sagen der kleinste gemeinsame Nenner, sondern der größte gemeinsame Teiler
der Automatisierung geworden ist. Die Marktmacht von Red Hat steht dahinter und sorgt dafür, dass alles andere sehr an den Rand gedrängt wurde. Ja, es gibt Nischenräume. Kollege Tillmann hat vorhin in der Kleinautomatisierung von SaltStack gesprochen, weil halt das Agentenprinzip von SaltStack bzw. von Puppet wäre genauso viel besser damit harmoniert, dass man bei Clients den Zustand der Nicht-Verbundenheit abdecken muss. Wenn ich das Inselprinzip namens ich pushe etwas raus umsetzen möchte, ist das mit einer VPN-Verbindung zum Zielsystem schwierig. Was nichts daran ändert, Ansible hat sich weitestmöglich durchgesetzt. Wenn ich mir anschaue, welche Module, wie viele Module für Puppet aktuell entwickelt und verbreitet werden, sind das mehrere Größenordnungen, weniger als das, was von Ansible als Geschwindigkeit vorgelegt wird. Mikro. Also du sagst, dass insbesondere im Closed-Source-Bereich sich ganz, ganz viele darauf aufgesprungen sind. Ja, korrekt. Red Hat und IBM haben dafür gesorgt, dass alle an Bord sind. Mehr Fragen? Keine Fragen. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören und wer Bock hat, mehr über Ansible zu lernen, morgen in den Kurs. Da sehen wir auch, wo Ansible nicht vernünftig funktioniert, wo es keinen Spaß macht. Und vielen Dank und viel Spaß noch bei den restlichen Folgen.